bin ein Kind der Heiterkeit. Was andere ärgert, mir macht's Freude. Mein letzter Grand ist Jahre her. Stattdessen lache ich immer mehr. Bevor mich mein Chef entlassen hat, hat er gesagt, ich habe einen blöden Grinser satt. Darum arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Das Aufstehen fällt mir eh zu schwer. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr ärgern kann. Es ist furchtbar. Vom Vater enterbt, von der Mutter verstoßen. Die Frau ist davon mit einem aus dem Osten. Doch das finde ich leider wirklich erquicklich. Mit ihr war ich eh überhaupt nicht mehr glücklich. Freundinnen habe ich auch nie lang. Nach kurzer Zeit wird ihnen Angst und Bang. Denn wenn ich mit einer zu flirten beginne, dann habe ich nie was Ernstes im Sinn. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich in den letzten Jahren nicht mehr so richtig ärgern kann. Sonderbar, meine Mitmenschen sind den ganzen Tag so herrlich aggressiv. Und ich bin immer nur gut aufgelegt. Irgendetwas stimmt da nicht. Neulich fiel ich verkehrt vom Balkon. Was mir passierte, war blanker Hohn. Denn seither bin ich vollkommen fit. Nur dieses Lachen verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Auch einen Flugzeugabsturz überstand ich locker. Wo andere nicht überleben einen Sturz vom Hocker. Jetzt haben's mir auch noch mein Auto gestohlen. Naja, eigentlich habe ich sie nicht mehr wollen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß mir überhaupt keinen Rat mehr. Warum kann ich keinen richtigen Zorn mehr kriegen? Ich möchte mich so gern einmal wieder grün und blau ärgern. Oder zumindest